Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende und in meinem Urlaub. Ja, heute ist bei mir Freitag, spät Nachmittag, also so spät ist es noch nicht, es ist jetzt halb fünf. Ja, halb fünf. Und ich drehe ja das Video vor, weil wenn ihr das Video vielleicht seht, bin ich auf der Leipziger Buchmesse. Und Lavendel sozusagen durch die Gänge. Und werde Sonntag so platt sein, dass ich mir dachte, da wird auch kein Video. Deswegen heute schon das Video für die Bücherwoche. Und es gibt auch über zwei Bücher etwas zu berichten. Beginnen werde ich mit dem Rezi-Buch Wer war Alice von T.R. Richmond, ein Thriller ganz anderer Art. Und weiter geht es mit Mises Karma hoch 2 von David Safir, mein Hörbuch aus dem Audible-Abo. Zudem ist bei mir ein Buch angekommen für eine Leserunde, die ich jetzt dann sozusagen nach der Buchmesse starten werde. Eine spezielle DVD, auf die ich mich mega, mega, mega freue. Und ich habe ein bisschen in der Flow gelesen, eins meiner Mind-Magazine. Ihr findet, erschrocken war, glaube ich, die Katze. Ihr findet unten in der Infobox wieder die Zeiten, wann was beginnt und könnt dann im Grunde gerne auf diese Zeiten gehen, je nachdem, was euch interessiert. Aber beginnen wir als erstes mit Wer war Alice von T.R. Richmond. Erschienen im Goldmann Verlag ganz aktuell am 29. Februar, kostet als E-Book 9,99 € und dieses wurde mir vom Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt. Broschiert kostet das Buch 14,99 €. Ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden durch das Booktuber-Treffen in Regensburg, da dieses Buch uns irgendwie überall über den Weg lief und die liebe Paddy es dann sogar in der Hand hatte. Ganz liebe Grüße an dich. Und es uns wirklich angesprochen hat. Es klang nach einem tollen Klappentext. Ich hätte es, glaube ich, sogar gekauft, wenn es sich in der Broschüre nicht so komisch gummiartig angefasst hätte. Ich hatte das wirklich kurz in der Hand, dachte, oh nee, so willst du keinen Thriller in Händen halten. Und so habe ich es im Grunde dann stehen gelassen und dann sozusagen das E-Book gelesen, was mir eben zur Verfügung gestellt wurde. Ja, um was es in diesem Buch geht, ist eigentlich relativ einfach gesagt. Es ist ein Thriller, es gibt eine Leiche und die Leiche ist Alice. Alice ist selbst Journalistin und hat eben ihre Spuren im Internet hinterlassen. Und es gibt da einen früheren Professor von ihr, von ihrer Universität, der jetzt im Grunde auf die Suche geht und sich überlegt, also sogar, glaube ich, ein Buch schreibt und recherchiert, was lassen wir zurück, wenn wir sterben? Was findet sich über uns auf Blogs, in vielleicht sogar Zeitungen, auf Facebook? Man könnte in unserem Fall vielleicht sogar YouTube dazu zählen. Was findet man von uns? Was können diese Informationen uns bringen? Und genauso zerstückelt wie eben das Internet ist auch dieses Buch geschrieben. Es folgt keiner chronologischen Anordnung. Man erfährt immer mal etwas über Alice, über ihre Freunde, über ihre Familie, über ihre Schulzeit. Was hat sie als Journalistin gemacht, für was hat sie sich eingesetzt? Es ist bunt gemischt. Es gibt E-Mails, es gibt Blog-Einträge, es gibt Facebook-Einträge, es gibt Status, es gibt Musik-Playlisten. Alles bunt gemischt. Und in all dieser Korrespondenz, es gibt dann eben auch Briefe, die der Professor an die Mutter von Alice schreibt oder in eben einen früheren Schulfreund oder Brieffreund. Dann antwortet irgendwie der Anwalt der Mutter, der auch gleichzeitig der Bruder von Alice ist. Und das ist ein Wirrwarr an Informationen und da bildet sich eben die Geschichte drum, wer war Alice, wer hat sie umgebracht, hat sie sich selbst umgebracht. Und was gibt es gegebenenfalls für Gründe? Und das erfahren wir in all dem Wirrwarr. Oder man denkt oftmals, man ist auf einer Spur, die sich aber dann mit der nächsten Mail irgendwie wieder in Luft auflöst. Ich muss ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht das Highlight für mich. Eigentlich eher sogar ein bisschen enttäuschend. Ich fand die Idee sehr genial, dass man sich Gedanken macht, was passiert nach dem eigenen Tod. Was bleibt von einem übrig? Was hinterlässt man? Und es eben jetzt in dieser Geschichte einen gibt, der all das zusammensucht und da eben ein Bild daraus formen möchte und einen Menschen wieder formen möchte. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich dieser ganze Wirrwarr unglaublich genervt hat.
Ich fand es irgendwie, es war keine Linie, es war kein roter Faden, es war kein Anfang bis Ende, es war wild durcheinander und irgendwie hat die eine Information nicht mehr zur anderen Information gepasst und ich war persönlich teilweise wohl auch überfordert, wobei ich diese Idee mit diesem Wirrwarr eigentlich cool fand, ich fand sie aber irgendwie schlecht umgesetzt. Ich fand schon schwierig, dass man chronologisch so gewandert ist, dass dann irgendwie hier was vor 4 Jahren, was aktuell ist, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, alles so durcheinander, es gab Tagebucheinträge, es gab alles so wild und man wusste teilweise gar nicht, ist diese Info, die man da hat, wirklich echt, ist das passiert, ist das nur eine Erzählung und es war ein bunter Haufen an Infos, huch, Katze wirft hier alles um, ein bunter Haufen an Infos und irgendwie konnte sich dadurch keine Spannung aufbauen. Zudem hatte man keinen Bezug zum Opfer, was in dem Fall ja wahrscheinlich Alice ist. Ich meine, nicht umsonst steht sie im Titel. Und ich finde, es ist schwierig, so ohne Bezug zu irgendeinem Protagonisten in der Geschichte, irgendwie schwierig, da Empathie zu empfinden und da mitzugehen. Und das war in diesem Buch so. Klar war Alice irgendwie die Hauptfigur in dieser Geschichte. Aber man konnte nicht so recht mitgehen oder es war einem auch irgendwie egal, dass sie tot ist. Also auch die Auflösung war dann mehr als merkwürdig, wo ich dachte, hä? Also es war, hat mich nicht überzeugt, leider. Also ich habe da wirklich was erwartet. Mich hat der Klappentext angesprochen, diese Idee mit den verschiedenen Perspektiven und diesen Einflüssen, dass man eben auf die Lösung des Rätsels kommt. Aber es war für mich überhaupt nicht logisch aufgebaut. Es war für mich totales Chaos und es hat mich irgendwie einfach nur frustriert. Und ja, wenn man keinen Bezug hat zu irgendeiner Person, ich fand es echt schwer. Also da irgendwie mitzugehen. Es war okay, es war auch so spannend genug, dass man doch dann wissen wollte, wie geht es weiter, sonst hätte ich es abgebrochen. Aber es hat mich absolut nicht vom Hocker gehauen. Und ja, ich habe es auch gehört. Irgendwo hat es gekracht, die Katze guckt mich an. Also ja, es tut mir echt leid. Ich hätte gerne gehabt, dass es mich vom Hocker schmeißt, aber das hat es leider nicht. Es kann einen ja nicht jedes Buch so vom Hocker werfen. Ja, dann ging es weiter mit dem Audible-Hörbuch dieses Monats sozusagen. Und zwar habe ich nach etwas Lustigem gesucht. Ich habe auch viele Leute gefragt, empfehlt mir ein lustiges Buch, bei dem man lachen kann. Dann kamen so 2, 3 Tipps, allerdings von Schriftstellern, wo ich die Bücher schon kannte und nicht so unbedingt, dass mein Humor ist. Verrate jetzt auch nicht, welche Bücher das sind. Und dann bin ich bei David Zaphir gelandet. Ein Autor, ein deutscher Schriftsteller, den ich unglaublich gerne bis jetzt immer mal gelesen habe. Ich habe, glaube ich, sogar 2 oder 3 Bücher von ihm da. Ja, schnur, schnur. Also zum Beispiel ganz bekannt, sein erstes Buch war ja Mises Karma, der erste Teil sozusagen hierzu. Plötzlich Shakespeare war sehr geil. Ich mochte Happy Family gerne, Jesus liebt mich, fand ich persönlich nicht so toll. Und 28 Tage habe ich nicht gelesen, weil es nicht mein Thema ist. Ich glaube, da geht es ja irgendwie um 28 Tage im KZ oder so. Ich weiß gar nicht, irgendwie so. Und ja, ich habe mich dann eben für den 2. Band von Mises Karma hoch 2 entschieden, eben von David Zaphir. Gesprochen wird das Hörbuch von Nana Spier. Und das ist die Synchronstimme unter anderem von Sarah Michelle Gellar. Das heißt, Buffy hat mir sozusagen diese Geschichte vorgelesen. Für alle, die Buffy noch kennen. Es war eine schon sehr quietschige weibliche Stimme. Ich habe sie aber nicht nervig empfunden. Also vielleicht auch einfach, weil ich mit Buffy sympathisiere. So hat mich die Stimme nicht gestört. Und ich fand sie sogar einfach so ein bisschen lebendig und quicklebendig. Ich hatte eigentlich viel Spaß beim Lesen. Und zeitweise hat auch, spielt zum Beispiel Casanova eine Rolle. Und der wurde gesprochen von Christoph Maria Herbst. Und ich liebe die Stimme und ich liebe diesen Schauspieler. Und dem höre ich unglaublich gerne zu. Das Buch ist erschienen im November letzten Jahres. Und als Hörbuch bekommt man es für 14,85 €, als Buch für 18,95 €. Hat 320 Seiten und eine Hörspieldauer von 8 Stunden und 6 Minuten. Muss ich natürlich ehrlich sagen, das ist
doppelt so lange, wie ich an diesem Buch lesen würde, weil ich ja so einen Schnitt, ich sag mal, von 90 Seiten so die Stunde schaffe, wenn ich gut einfach im Fluss des Lesens bin. Der Vorteil bei der Audible-App ist ja auch, dass man die Geschwindigkeit hochstellen kann und ich habe die Geschichte, glaube ich, bei 1,25 gehört. Also nicht 1 regulär, sondern 1,25, war dementsprechend ein bisschen schneller fertig. Tat für mich beim Zuhören überhaupt nicht den Abbruch. Ich habe das zwischendurch überall gehört. Ich habe es im Auto, auf den Fahrten zu Hause, nach Hause gehört. Es sind zwar nur 10 Minuten, aber ich war einfach neugierig, wie es weitergeht. Teilweise in der Mittagspause, wenn ich eine Runde um den Block gelaufen bin, habe ich es gehört. Ich habe es beim Abwasch gehört, beim Staubsaugen gehört. Ich habe es beim Ausmalen gehört. Ich habe es immer und überall gehört. Beim zu Bett gehen, beim morgens eine halbe Stunde, ich bin wach. Beim Aufwachen, ich ja, habe viel gehört und es hat echt Spaß gemacht. Ja, um was geht es in Mieses Karma hoch 2? Es geht um Daisy, eine junge, Anfang 20-jährige, Mitte 20-jährige Jungschauspielerin, die schon mal in der Daily Soap gearbeitet hat. Sie ist jetzt in Berlin, lebt da irgendwie in der WG, ist aber nicht so recht glücklich, hat Schulden, hat einen besten guten Freund und irgendwie ja, will der aber scheinbar mehr von ihr. Eines Tages muss sie zu einem Casting, da wird dann irgendwie ihr Auto beschlagnahmt, weil sie, glaube ich, ohne gültigen TÜV fährt. Und bei dem Casting trifft sie auf, den Namen haben wir aufgeschrieben, Mark Burton, der Hollywood-Star schlechthin, der eben auch so eine Hollywood-Star-Frau hat und der irgendwie der neue James Bond ist und sie soll da eben eine Rolle spielen. Und bei diesem Casting passieren allerlei Dinge, beziehungsweise kommt es gar nicht zum Casting, weil ihre Rolle vorher rausgestrichen wird. Und ja, wie es dann manchmal so kommen soll, sonst wäre Mieses Karma ja nicht so sinnvoll, kommen Mark Burton und Daisy ums Leben. Und wer David Safirs Mieses Karma erste Teil kennt, weiß, dass es da eben darum ging, dass man als Ameise auf die Welt wiederkommt und eben die Reinkarnation fortgelebt wird. Und so passiert, dass eben beide auch als Ameise auf die Welt kommen, Buddha treffen und der sie eben darüber aufklärt, dass sie sehr viel schlechtes Karma gesammelt haben und eben auch aus den falschen Beweggründen das Richtige getan haben. Und dass sie jetzt eben ja sozusagen als Ameise anfangen müssen und eben gutes Karma sammeln sollen, müssen, wenn sie jemals wieder ein Mensch sein wollen. Und das beide sind bei vollem Bewusstsein, wenn man so möchte. Beide können sich an ihr vorangegangenes Leben erinnern und beide gehen jetzt sozusagen der Weg der Ameise und ja, der Weiterentwicklungen. Das geht so weit, dass beide Ameisen sozusagen bei ihrer eigenen Beerdigung sind und dann eben sehen, dass sich ihre jeweiligen Partner ja irgendwie besser zu kennen scheinen und ja, beiden die Eifersucht packt und der Meinung sind, das müssen wir irgendwie verhindern. Und das sozusagen von Leben zu Leben. Ein sehr lustiges Detail, was mich echt fast weggeworfen hat vor Lachen, war, als Daisy fragte den lieben Buddha, ja, was passiert denn eigentlich mit Diktatoren, wenn sie denn schon als normaler Mensch, ohne jetzt jemanden umgebracht haben, zu haben oder sonstiges, als Ameise enden. Und ja, er hat ihnen geantwortet, dass Diktatoren in der Regel als Darmendbakterien enden. Bakterien sind ja auch Lebewesen. Und ja, da im Grunde verweilen und eigentlich nicht die Möglichkeit wirklich haben für gutes Karma. Und ja, fand ich sehr cool. Ich habe das zwar so lustig erzählt. Ja, und beide treffen dann eben mehr oder weniger auch immer mal auf die Reinkarnation von Casanova und auch eben auf einen Urmenschen. Und Casanova wird eben, wie gesagt, gesprochen von Christoph Maria Herbst. Die Geschichte ist nichts Neues. Das möchte ich allen sagen, die Mieses Karma 1 kennen. Es ist nichts Neues. Gar nicht. Es geht genau darum, wie im ersten Teil, da ist eine weibliche Figur, die stirbt, sammelt, versucht, ja im Grunde neues, frisches Karma, tolles Karma zu sammeln, um dann eben wieder irgendwann als Mensch dabei herauszukommen. Es ist hier genau dieselbe Geschichte, teilweise sogar dieselben Lebewesen, aber natürlich sind sie diesmal zu zweit. Was eben auch dieses Hoch 2 bedeutet, nicht nur, dass es der zweite Teil, sondern dass eben beide immer irgendwie auch wieder miteinander was zu tun haben. Es ist aber, trotz dass es nicht die neue, geniale, innovative Idee ist, wie damals Mieses Karma ja war, war es eine tolle Geschichte. Ich habe oft gelacht, ich habe viel geschmunzelt, ich habe viel gestrahlt. Ich liebe den Humor von David Safir und er hat hier wieder besonderen Spaß gemacht. Er hat mich wirklich
ja, einfach zum Lachen gebracht, was ich persönlich ja auch sehr schwierig finde. Und es ist eben genau der Humor, der Nerv, der mich trifft, dass ich lache, dass ich losbruste, dass ich schmunzeln durch meine Wohnung mit dem Sauger laufe und was mich einfach erfreut und ja, mir einfach auch dieses Lachen sozusagen schenkt. Und so war meine Woche eigentlich wirklich humorvoll und lustig, weil ich dank dieses Buches viel, viel gelacht habe. Und ich fand auch wirklich das Vorgelesene ganz, ganz toll. Ich mochte die Stimme von der Sprecherin. Ich habe bei manchen Kritiken gelesen, dass sie schon sehr grenzwertig war, fand ich nicht. Sie ist eben eine quicklebendige Stimme, sie ist wirklich sehr lebhaft, sie ist ein bisschen quietschig, da gebe ich recht. Aber ich kenne Buffy und ich habe nichts gegen die Synchronstimme von Sarah Michelle Gellar und dementsprechend sympathisiere ich eben einfach mit der Stimme und fand sie unglaublich lustig. Und es hat echt Freude gemacht, dem zuzuhören, dieser Geschichte zu folgen, dabei zu sein und mitzufiebern. Und diese 8 Stunden sind wirklich verflogen wie im Nu. Also wirklich ganz, ganz tolles Bücherkino. Sehr lustig. Wer was Lustiges, Unterhaltendes sucht, ist bei diesem Buch absolut genial. Und ich glaube, dass eben der besondere Reiz bei dem Vorlesen auch eben diese unterschiedlichen Stimmen ein bisschen ist, die man natürlich beim selber Lesen nicht hat. Also tolles Buch, absolute Empfehlung, hat mir gut gefallen, war wirklich lustig und war einfach auch perfekt für diese Woche. So, ich schaue mal auf die Uhr. Ich denke, wir machen jetzt mal weiter mit dem Buch aus der Leserunde, das ich auch noch nicht angefangen habe, weil ich eben Mises Kam hoch zwar auch heute früh erst beendet habe. Und zwar lese ich jetzt demnächst in der Lovely Books Leserunde von Björn Kern Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Hier hat mich unter anderem nicht nur das gelbe Cover angesprochen, sondern tatsächlich die Tatsache, dass er hier zum Nichtstun aufruft. Und ich dachte, ich bin mal sehr gespannt, wie er das tut. Was wir alles weglassen, um dann eben nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wenn man aufhört, auf die anderen zu hören, nimmt man auf einmal wahr, was man zuvor überhört hatte. Die leise, vom Unterbewusstsein aufsteigende Stimme menschlicher Bedürfnisse, die nur selten darum bittet, zur Arbeit zu fahren, im Stau zu stehen, sich vor dem Bildschirm den Nacken zu reiben oder schon wieder eine Mail mit lieber Herr Hartmann zu beginnen. Obwohl der liebe Herr Hartmann der letzte Idiot ist, wie jeder weiß. Eigentlich will man das alles nicht. Eigentlich will man frische Luft, weite Sicht, ein bisschen platonische und sehr viel körperliche Liebe. Grundlage dafür, gelingendes Nichtstun. Und mich hat das sofort angesprochen und ich fand einfach, es passt jetzt perfekt nächste Woche in meine Urlaubswoche. Und es ist jetzt, glaube ich, gestern, also Donnerstag, glaube ich, bei mir angekommen. Und ich freue mich auf dieses Buch. Ich werde damit Sonntag wahrscheinlich starten, weil morgen am Samstag habe ich nicht viel Zeit mit der Leipziger Buchmesse und ich bin mega, mega gespannt darauf und freue mich aufs Lesen. Also ich bin, es hat nicht allzu viel Seiten, ich glaube knapp 250 und es scheint auch in schönen Kapiteln irgendwie unterteilt zu sein und ich freue mich drauf. Bin mega gespannt und es klingt einfach nach einer Anleitung, wie man eben auch mit im Nichtstun glücklich ist und vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Tipp, wie man wirklich dazu kommt, nichts zu tun. Ja, und dann habe ich diese Woche auch sehr viel in der aktuellen Flow gelesen. Das ist jetzt die Ausgabe, ich weiß gar nicht, glaube ich, die Ausgabe 16. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite in diesem Jahr, in wunderschönen hellen Grün mit Weiß. Und die Überschrift ist hier, niemals war mehr Anfang als jetzt. Und es sind hier Mini-Poster drin und auch ein Erinnerungsbuch. Die Mini-Poster habe ich schon raus, das Erinnerungsbuch auch. Und es gibt diesmal wunderschöne Fotografien, alle so ein bisschen auf dem Fahrrad. Hier haben wir Grace Kelly, weiter vorne ist, glaube ich, noch Claudia Cardinale Claudia Cardinale und Giorgia Kiris, wie auch immer, wer das ist. Also hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht und das ist ja wirklich ein Magazin, das ich von vorne bis hinten durchlese. Bevorzugt auch mal in der Badewanne, weil da nehme ich ungern ein Buch mit. Und ich mag das. Ich lese das, ich nehme das auf, ich schreibe Buchtipps raus, ich schreibe Gedanken dazu raus. Ich nehme da wirklich Gedanken mit. Und das ist einfach für mich das Besondere an diesen Mind-Magazinen, wenn man sie so nennen möchte. Und die dann eben auch ihre 6,95 € für mich wert sind. Also wer sagt, das ist ein teures Magazin, dafür bekomme ich fast ein Buch. Das ist natürlich richtig, aber ich mag das und ich nehme davon wirklich ganz, ganz viel mit. Ich glaube, so sieht man die Farbe ganz gut. Und ich werde sie immer wieder kaufen. Ich liebe Eugle ja schon lange mit dem Abo, aber ich finde sogar das Lostigern und Kaufen und Suchen eigentlich schon so mindfully. Ja, und dann ist Donnerstag etwas bei mir angekommen.
Wo ich mich erst Mittwoch geärgert habe, aber ich zeig's euch. Ja. Game of Thrones Staffel 5 auf DVD. Habe ich vorbestellt bei Amazon, weil ich der naiven Meinung war, dann habe ich es wahrscheinlich als Erste sozusagen im Briefkasten. Nein, denn ich war Mittwoch dann tatsächlich im Müller wegen Katzenfutter im Angebot und sonstigen Dingen und habe da an der Kasse ja einen Ständer gesehen mit Game of Thrones Staffel 5. Und dachte mir, geil, als Müller-Kunde hättest du die DVD jetzt schon, als Amazon-Kunde musst du warten. Gut, es ist natürlich nur ein Tag und die Welt geht davon auch nicht unter, mir ist das schon klar. Aber ach, dieses Schmuckstück hätte doch jeder gerne in der Hand. Ja, es ist wunderschöne Aufmachung. Ich weiß nicht, ob man sieht, also der, ja, der Schutzumschlag hat eben diese schöne Fensterart sozusagen. Und hier ist dann wirklich wie Gold geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also es sieht wirklich aus wie Blattgold. Es fühlt sich auch ein bisschen rau an. Und wir haben eben hier Tyrion und ja, einen der Drachen von Daenerys Targaryen. Und hinten drauf haben wir den Eisernen Thron. Ja, und das alles wunderbar verpackt. Ich habe auch heute bereits die ersten zwei Folgen geguckt. Nein, gestern die ersten zwei Folgen geguckt. Und heute früh Folge 3 und die Hälfte Folge 4. Ja, ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Ich schaffe tatsächlich wahrscheinlich, wenn ich mich anstrenge, vor der Staffel 6 nochmal alle durchzugucken. Es ist echt komisch. Ich kenne ja Staffel 5 schon und ich habe die ja bis Neujahr sozusagen geguckt und 2. Januar. Und ich kann mir nicht helfen. Es ist, man entdeckt immer wieder was Neues. Man bringt Dinge zusammen. Man hatte auf einmal Zusammenhänge, die vorher keine waren. Man achtet irgendwie viel mehr drauf. Und ich glaube, dass es beim dritten und vierten Mal noch intensiver wird. Und ich freue mich ja unglaublich auf Staffel 6. Und ja, finde, also, ach ja, ich freue mich jetzt drauf. Ah, ja, auf jeden Fall ein Highlight dieser Woche. Das nächste Highlight steht bevor, die Leipziger Buchmesse. Ich bin heute in großer Vorbereitung sozusagen, jetzt nach dem Video. Wird es losgehen, grob ein bisschen Tasche packen. Ich werde zwei Bücher mit mir schleppen, die ich signiert haben möchte. Ich habe eine ganz coole Tasche diese Woche sogar noch gekauft, so eine College Bag. Und ich denke, ihr werdet die auf jeden Fall im Leipziger Messe-Video dann sehen. Vielleicht poste ich sie dann nochmal auf Instagram. Vielleicht guckt einfach mal in die Infobox da. Gegebenenfalls findet ihr Instagram, wenn ihr das habt, dann seht ihr es vielleicht. Und ja, es geht morgen Samstag für mich so gegen 7 Uhr los. Ich habe eine 1,5-stündige Fahrt, will dort vielleicht irgendwo unterwegs nochmal irgendwie frühstücken oder halt so eine Kleinigkeit essen. Um 9 Uhr macht das Pressezentrum auf und ja, und dann geht's los. Und ich habe früh, ich sag mal, zur freien Verfügung, möchte mir da gerade so ein bisschen die ausländischen Aussteller angucken. Ich liebäugle sehr mit den asiatischen. Ich finde das immer schön, wie da die Stände aufgemacht sind. Die, mag das unglaublich gerne. Oder auch, wo waren wir letztes Jahr? War das Island? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Also ich mag das unglaublich gerne. Werde mich dann mal auf den Weg zu Sebastian Fitzek machen, der hier irgendwie so einen Special-Stand haben wird. Bin da sehr, sehr neugierig. Und ja, so gegen Mittag fangen dann die ersten Dates sozusagen an mit Autoren, mit Verlagen. Und das geht dann im Grunde bis Abend. Und ja, 18 Uhr macht die Messe zu. Ich glaube, mein letzter Termin sozusagen, mein letztes Date geht, glaube ich, so circa bis um 5:30. Und dann mache ich mich auf zu Ikea und werde shoppen. Entschuldigt. Ich brauche einen neuen Wohnzimmertisch. Mein Wohnzimmertisch löst sich oben irgendwie so ein bisschen ab. Da ist mal irgendwann Wasser draufgekommen. Es sieht einfach nicht mehr schön aus. Und ich habe jetzt schon eine ellenlange Ikea-Liste und habe ja eigentlich nur knapp 2 Stunden Zeit. Es wird auf jeden Fall hektisch und danach bin ich wahrscheinlich so platt. Ich hoffe, ich komme dann noch heil nach Hause an. Und Sonntag wird, glaube ich, nur geschlafen und auf der Couch gesessen. Also viel mehr wird da auf jeden Fall nicht. Deswegen erwartet nicht am Sonntag ein Video von mir. Das drehe ich frühestens wirklich Montag, dass vielleicht schon ein Teil Dienstag ankommt. Oder ja, dann vielleicht am Mittwoch so ein Gesamtvideo. Irgendwie möchte ich auch ein bisschen was mit den Autoren ein Special machen. Da habe ich so 2, 3 Gedanken. Und ich überlege auch, ob ich einfach mal ein bisschen Vlogger, obwohl ich nicht so der Vlogger bin, sondern wirklich eigentlich eher im Nachgang zu den Bildern dann was erzähle. Aber das, ja, das sehe ich dann nicht, wie ich da Lust und Laune habe. Da bin ich ganz spontan. Und ja, ansonsten war die Woche ganz okay. Es war ja meine letzte Woche jetzt vor dem Urlaub. Ich habe nächste Woche eben Urlaub und freue mich auf die freie Woche. Und es war eine ganz angenehme Woche. Also wie ihr gemerkt habt, viel gehört sozusagen, ein Hörbuch gelesen und natürlich auch das ein oder andere unternommen.
Gerade jetzt scheint die neue Waschmaschine zu kommen, wenn ich den Krach urteilen kann, denn unsere ist kaputt gegangen. Und ja, da wird dann jetzt sozusagen auch demnächst gewaschen. Aber dazu nächste Woche mehr. Ja, auf meinem anderen Kanal ist heute ein Video online gegangen zu meiner Osterfrühlingsdeko. Ich setze euch den Link einfach mal in die Infobox, weil mich da viele immer mal fragen, weil sie da irgendwo mal ein Häschen sehen oder sonstiges. Da könnt ihr ja gerne auch mal vorbeigehen, wenn ihr Lust habt auf das Video, auf meine Osterdeko. Und ich glaube, viel mehr zu erzählen habe ich über diese Woche gar nicht. Es war ja auch schon relativ viel erzählt. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt mir ja gerne mal Kommentare dalassen, wie ihr vielleicht Lust habt, die Buchmesse zu erleben, wie ich es diesmal zusammenschneiden soll. Wenn ihr da Wünsche, Anregungen habt oder einfach sagt, die letzten Videos waren cool, macht das so weiter, dann natürlich immer gerne her. Ich werde natürlich dazu dann erst kommen, mir das am Sonntag ein bisschen durchzulesen. Und ich will mal gucken, wie ich das wirklich mit dem Videomaterial mache. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, das war es im Grunde auch schon von meiner Woche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Buchmesse auch heute nochmal. Die Infos könnte zwar zu spät sein, aber wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an. Ich bin da wirklich über jeden Kontakt, über jede Begegnung dankbar und freue mich darüber. Also immer gerne Hallo sagen und wer ihr seid, das ist wichtig, denn ja, ihr habt ja kein Schild dabei, wie wir vielleicht als mit unserer Info auf dem Presseticket. Und ja, das war es im Grunde von mir, jetzt zu allerletzt. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Vor-Osterwoche. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.